Herr Strache, eigentlich kann einem im Wahlkampf ja nichts Besseres passieren, wenn einem der politischen Gegner zwei Wochen vor der Wahl der Wahlkampfmanager abhanden kommt. Können Sie sich jetzt eigentlich schon getrost zurücklehnen? Nein, denn was hier passiert ist, das kann man sich nicht wünschen. Das ist ja ein immenser Schaden, der hier angerichtet worden ist, der ja weit über Österreich hinausgeht. Wenn man die gesamte Entwicklung verfolgt mit einem Berater, der vor einigen Monaten festgenommen wurde, weil unter dem konkreten Verdacht steht, Politiker und Regierungen bestochen zu haben und mit Millionen Euro Bestechungssummen auch gezahlt zu haben, wie im Raum steht. Und dann solche Entwicklungen sichtbar werden, dass man auch Fake-Facebook-Seiten im Sinne von Dirty Campaigning eingerichtet hat, um einerseits dem ÖVP-Kandidaten zu schaden, aber es gleichzeitig der FPÖ in die Schuhe schieben zu wollen mit antisemitischen und rassistischen Kommentaren, die dort offensichtlich auch ganz gezielt eingesetzt worden sind. Also das ist etwas, wo ich sage, da reicht es nicht, jetzt das Bauernopfer Niedermühlbichler da zum Rücktritt zu bewegen. Ich denke, da ist der Herr Kern als SPÖ-Chef und Bundeskanzler gefordert. Was fordern Sie da für Konsequenzen vom Herrn Kern? Na, bei all dem, was jetzt passiert ist, und ich sage, es stehen ja so viele Ungeheuerlichkeiten im Raum, dass man gar nicht mehr bewerten kann, was hier noch alles der Fall ist. Es steht ja auch im Raum, dass er eine Beteiligung haben soll bei einer Firma in Israel, wo ja auch der dortige Partner und Gesellschafter offensichtlich wegen Bestechung vor Gericht steht und eine Anklage erhoben wurde, weil er den Energieminister bestochen haben soll. Das heißt, das zeigt schon auf, da ist offenbar rund um den Beraterstab ein Netzwerk tätigt, das mehr als dubios ist. Ist es eine Rücktrittsaufforderung an den Bundeskanzler? Das haben wir gestern bereits über den Generalsekretär auch so. Aber wollen. Sagen Sie es auch, sehen Sie auch? Ich denke, dass in dem Fall die Konsequenz natürlich beim Bundeskanzler liegt. Und ich verstehe auch nicht, warum er sich da versteckt bzw. sich verschweigt. Mhm.